So, und da sind wir wieder bei The Forest. In einem neuen Update. Ich habe gerade eine kurze Aufnahme gemacht, wo ich dann einfach nur Lag bitte gesagt habe und da kam der Lag. Ja, das hättet ihr gern gesehen. Mit dem neuen Update kann man übrigens endlich das mitnehmen. Wie cool ist das? Und dann hat man die hier einfach. Man kann jetzt übrigens auch mit allem, was man in der Hand hat, schlagen. Ich finde das extremst cool. Das Blöde ist, ich kann es nicht essen, wenn ich es in der Hand habe. Und noch ein Problem ist halt, wenn du die Teile dabei hast. Ja, okay, fress halt noch was. Wenn du die Teile dabei hast, musst du die natürlich erst immer so essen. Wenn du hier aber essen willst, also du kannst einfach gedrückt halten und dann isst du die auch so. Aber es lohnt sich, denke ich mal, mehr, die einfach so zu essen und die nur mitzunehmen, wenn man gerade auf irgendeinem Weg ist. Weil du kannst ja jetzt nichts anderes mehr mitnehmen. Bist da relativ schon ein bisschen eingesperrt. Was ich auch nochmal hier bemerken will. Der Typ wiegt fucking 150 Kilo. Da habt ihr mir nämlich auch geholfen. Was ist denn jetzt LBS? Und das ist das Doppelte von Kilogramm und heißt, ja, das ist ein Fettsack. Und deswegen habe ich auch weniger, ja, Ausdauer als Anfänger jetzt beispielsweise. Also wenn ihr direkt anfangt, dann seid ihr nicht so fett. Also habt ihr auch bessere Ausdauer. Hier sieht man auch Athletik 1. Ich sollte weniger essen. Aber ich esse immer so viel Fleisch. Ich könnte mich natürlich, indem ich hier einfach nur Beeren oder sonst irgendwas esse, ganz gut hier ernähren. Übrigens weiß ich nicht, was hier los ist. Irgendwie sind die Grafikeinstellungen noch komischer. Das sieht ein bisschen aus wie Minecraft dort oben in der Ecke, die Schatten. Naja. So, was ich machen wollte. Da gibt es nämlich noch was Neues. Ich habe mir nämlich wirklich jetzt ein Blatt ausgedruckt. Da kann man wirklich alles angucken. Ein Armor Rack. Da können wir einfach unsere Rüstung dran bauen. Was recht cool sein könnte. Hier wird es uns jetzt nicht viel nützen, aber kann ich mal hier hin machen. Dann können wir nämlich also unsere Rüstung hinstellen. Und was ich noch machen will, Stickholder. Kann man jetzt, was muss man drücken? Hitting the Arki? Lock and Rock Holder. Also nicht Stick. Ich drück R, aber R ist drehen. Das macht wenig Sinn. Ja, das hilft mir jetzt auch nicht viel weiter. Muss ich das vielleicht hier drin machen? Verstehe ich nicht. Auf jeden Fall kann man so irgendwie diesen Holder noch das Doppelte tragen lassen. Muss ich den dafür erst platzieren? Ich meine, kann ja sein, ne? Muss man. Da habe ich. Alter, leckt das. Das ist nicht gut eingebaut. Das leckt. Da habe ich mir auch was gedacht. Dieses Boot kennen wir ja noch alle. Das habe ich übelst umfunktioniert zu einem super Boot, womit man alles mitnehmen kann. So eins will ich nochmal bauen, aber nur mit diesen tollen Doppelteilen. Weil ich glaube, das wird nicht wirklich was ausmachen. Und dann setzen wir einfach so richtig viele Lockholder da drauf und bauen uns eine Ölplattform mitten im Meer. Also ich weiß ja nicht. So, was haben wir hier noch? Die Tiere sind anscheinend schlauer geworden, also die
Rehe, die werden nicht mehr in Steine reingehen. Alles, was man halten kann, kann man jetzt auch zum Schlagen benutzen, haben wir aber schon gesagt. Jetzt kann man mit Steinen, also mit den kleinen Steinen, die man hier immer findet, so einer hier, kann man tatsächlich Schaden machen. Aber anscheinend nicht an Häusern. Aber ganz, ganz wenig kann man nur machen. Und der Controller wurde aufgebessert. Und die Climbing Axe. Ja, endlich wieder für die Leute, die die Climbing Axe toll finden. Man kann endlich wieder überall dran klettern. Nur jetzt nicht an Holz oder an den Steinen. Solange es eine richtige Wand ist, kann man dran klettern. Ich weiß nicht, ob das da zählt. Nee, das zählt nicht. Also, jetzt könnte man theoretisch ins Sinkhole klettern, würde ich jetzt mal vermuten. Warum die das rausgenommen haben, kurz, und dann wieder reingetan haben, keine Ahnung. So, damit habe ich jetzt 6 Minuten gefüllt. Immerhin habe ich jetzt nichts rausgelassen, also. Ja gut, neue Texturen. Und irgendwelche neuen Items, die man aufheben kann. Angeblich irgendwas mit der Story. Was genau das ist, weiß ich nicht. Steht ja auch nicht drin. Und Items fliegen nicht mehr hoch, wenn man näher an die rankommt. Okay. Also haben wir nicht mehr dieses komische Zeugs, was da immer wegfliegt. So, da werde ich nicht durch die Tür gehen. Da wissen wir ja, was passiert. Allerdings will ich dort vorne ein bisschen Holz sammeln und generell das noch fertig bauen, bevor ich dann hier das übelst Ultrateil hinbaue. Also unser Ultra Cargo Ship. Keine Ahnung. 9000. Und damit werden wir dann die Ölplattform bauen und diese Ölplattform leckt. Sorry, wenn das Video jetzt komplett leckt. Wisst ihr was? Ich mache hier einfach eine Pause. Mache ich die Pause weg. Nein, das scheint nicht geklappt zu haben. Machen wir nochmal. Wie kann mich da einer anschreien? Und wie kann das Spiel jetzt noch mehr laggen? Oder Blackscreen haben? Alter, was ist denn los? Ja, ich weiß gar nicht mehr, was abgeht. Hä, ich habe nur einen Schreien gehört, aber keinen gesehen. Sorry, wenn das Video jetzt komplett laggt. Ich werde mich mal dort oben hinstellen. Wie gesagt, das passiert manchmal. Wieso ist das voll? Und warum habe ich das da nicht reingetan? So. Pause. So. Leckt's? Nö. Ich weiß nicht, ob es bei euch leckt. Ich kann es, wie gesagt, nicht nachgucken. Deswegen finde ich es immer scheiße, wenn mein Aufnahmeprogramm sowas macht. Bei einem kurzen Leck einfach mal das komplette Spiel kaputt machen und dann irgendwie so einen Typen schreien lassen, ohne Grund. Nein, ich weiß echt nicht, warum hat da gerade einer geschrien und warum war da keiner? So, ich will den Dom hier möglichst fertig haben. Kolosseum, was weiß ich. Mir haben sogar Leute geschrieben, dass ich den Baumstamm hier wegmachen soll, aber ich habe ja gesagt, den werde ich erst wegmachen, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Es kann ja sein, dass wenn ich einmal hier penne, dass da ein Baum rauswächst und ich den gerne haben will, um dann schnell was aufbauen zu können. Daran muss man natürlich auch denken. So. Was wollte ich tun? Bäume erstmal fällen, ja. Ich würde trotzdem gern wissen, wo der Typ jetzt geschrien hat.
Ach, man muss das jetzt festhalten. Okay, hätten die auch hier reinschreiben können. Steht hier echt nicht dran. Ne. Ich sehe es auf jeden Fall nicht auf dem ersten Blick. Vielleicht steht es auch nur auf der richtigen Seite. Ich habe jetzt nur das von Steam jetzt kopiert, weil da steht halt meistens das Wichtigste drauf. Klar, die machen immer am Ende noch einen Link zu ihrer Seite, aber da gucke ich meistens nur drauf, wenn ich gerade kein Steam anhab. Könnte ich gleich mal nachgucken. Also nach der Aufnahmesession. Also ich will jetzt nicht wieder das Spiel laggen lassen, indem ich raustype. Ich muss gleich mal gucken, ob das ganze Video verleckt ist, was es vermutlich sein wird, oder ob die Pause wirklich was daran geändert hat. Ich meine, könnte ja sein, da mache ich nämlich immer Pausen jetzt. Aber glaube ich nicht. Macht irgendwie keinen Sinn. Scheinbar hat es aber bisher keinen gestört, wenn ich reinschreibe, dass das Video laggt. Ja gut, einer der Lag-Parts, der ist glaube ich noch nicht draußen und da habt ihr noch nicht zu reagieren können. Aber naja. Ich komme jetzt auch nicht mehr zu den 100 Klicks pro Tag bei The Forest. Also pro Tag 100 Klicks schaffe ich wohl. Durch die ganzen anderen Videos. Aber von The Forest kriege ich jetzt nicht mehr pro Tag 100 Klicks. Ich fand es auch interessant, dass die, also ganz, ganz viele den ersten Part geguckt haben, wo ich eigentlich total in der uralten Version spiele und somit lernt man ja nicht wirklich was. Klar, Leute wollen das sehen, um zu sehen, wie ich angefangen habe, aber ich habe ja nicht immer denselben Spielstand behalten und das sollte man eigentlich auch wissen, wenn man das Spiel halbwegs verfolgt hat, dass irgendwann der Spielstand immer gelöscht wurde. Also früher war das so, jeder, jedes Update hat einfach den Spielstand gelöscht. War das so? Keine Ahnung. Ist lang her. Auf jeden Fall erinnere ich mich, dass das früher immer... Ja, klar, das war so. So habe ich auch immer, als was Neues kam, immer schöne neue Orte ausgesucht. Und dann irgendwann war das weg. Und dann kam es kurz wieder und dann war es wieder weg. Also das war weg zu dem Zeitpunkt. Nee, es kam wieder, als das neue Gebiet reinkam, also der Berg. Aber kurz davor war es weg. Und jetzt ist es komplett weg. Ja. Meine ich. War dann neuer Sound? Wahrscheinlich eh nicht. Da ist irgendwer in die Falle reingelaufen. Hört sich nach einem neuen Sound an irgendwie. Oder ich habe ihn nur nie vorher gehört. Ich habe ja jetzt nicht so lange spielen können. Nur 7 Folgen. Was im Grunde 7x20 sind. Ne? Könnt ihr euch selber ausrechnen. Meine, das dürftet ihr können, das sind 2 Stunden und so. Also mehr. Zwei Stunden, 20 Minuten, mein Gott. So, und da ich ja jetzt nicht mehr das Zeug hier essen soll und es besser aufhängen wollen würde, wie viel Schaden macht das überhaupt? Keine Ahnung. Werde ich jetzt einfach Beeren essen. Gibt mir eh beides wieder und es ist auf jeden Fall nicht so fettmachend. Und gesünder. Wir wollen nämlich, dass mein Charakter wieder komplett athletisch wird. Unendlich Ausdauer. Obwohl ich meine, jetzt ist das ja auch nicht gerade schlecht, was ich da habe an Ausdauer. Stärke dürfte da im Grunde auch nicht runtergehen, wenn du dicker wirst. Weil ich meine,
guckt der Obelix an und sagt dem nochmal, dass er dadurch schwächer wird. Ja, wir kennen ja unseren Kannibalenhügel. Cannibal Hill. Erinnert mich irgendwie an Hamburger Hill. Kennt jemand den Film? Ich fand ihn immer bescheuert. Also, naja, so bescheuert fand ich ihn gar nicht, aber ich fand den Namen bescheuert. Da habe ich mich früher mit einem gewissen Kumpel immer drüber schlapp gelacht. Hamburger Hill, ich weiß nicht wieso. Ich glaube, das war irgendwie so ein Vietnam-Film. Und da haben die, ja, keine Ahnung, was haben die da gemacht? Auf Leute geschossen, aber keinen gesehen. Das war komisch. Warum greifen mich eigentlich Frauen an? Habe ich denen was getan? Ich weiß ja nicht. Ich meine, ich war jetzt sehr nett zu denen. Zu den Typen war ich fies. Und da hat mir jemand was geschrieben. Nein, da hat mir niemand was geschrieben. Das war nur wieder Spam. Nervt euch das auch, Spam zu bekommen? Ja, bestimmt. Jeden nervt es, Spam zu bekommen. Warum gibt es Spam? Hallo. Wie geht es dir? Jeffrey. Aber der kommt doch nie und nimmer alleine. Und warum kommt der überhaupt? Ja klar, der riecht die Toten, aber... Grund? Kommt das andere Holz auch mal runter? So, und es gab ja Leute, die gefragt haben, ob man in so einem Baum da was bauen kann. Ich denke mal bestimmt irgendwie. Hier, du kannst da eine tolle Mauer drin bauen. Oder, wenn du ganz cool bist, kannst du natürlich auch ein Haus reinbauen. Viel Spaß mit diesem Wissen. Was war das denn? So, und so wie mein Spielcharakter will ich auch gerne eine Diät machen. Ich habe einfach mal so gesagt, ja, einmal am Morgen eine Gurkenscheibe und dann einmal am Abend. Hey, da wirst du dünn in 0, nichts. Vielleicht sterbe ich auch dabei. Merkt ihr dann, wenn keine voraufgenommenen Videos mehr kommen. Also merkt ihr nie. Ich finde das immer komisch, wenn sich das bewegt. Boah, ein Glück, dass ich keine Facecam habe. Weißt du, wie scheiße das wäre? Da müsste ich nämlich jede Aufnahme, vor jeder einzelnen Aufnahme, müsste ich halt immer wieder duschen gehen, mir was anziehen und sonst irgendwas. Alter, ist das gruselig, wenn da einfach eine tote Leiche vor allem. Ja, wenn da einfach irgendwas liegt. Ich müsste jedes Mal mir irgendwas anderes anziehen. Ey, das nervt doch. Weil ich habe irgendwie so ein Schweißproblem. Ich kann nicht rumsitzen, ohne zu schwitzen. Und das nervt übelst. Das wird richtig nervig, wenn du unter Menschen bist. Weil, durch Asperger, dankeschön dafür, hast du natürlich auch so ein Problem mit anderen Menschen halt in der Gruppe und so rumstehen und so. Und da länger rumstehen, da kriegst du übelst Schweißausbrüche. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe ja gesehen, dass einige andere Zuschauer hier das auch haben.
Aber mich bringt das immer ins Schwitzen. Das ist eine stressige Situation, also schwitzig. Schweißig, genau. Mein Roboter tut sowas nicht, nein. Ich schon. Also die körperliche Hülle von ihm. Ja. So, dann würde ich aber mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.